Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Heute wieder mit einem brandneuen Fahrzeug, nämlich dem 2022er Hyundai Ioniq 6. Diesen Wagen werde ich präsentieren. Wir werden ihn über die Teststrecke fahren und uns im Tuning natürlich auch ein bisschen ausleben. Und normalerweise beginne ich diese Folgen ja so, dass ich mich im Forza Vista-Modus befinde, oder eben nicht im Forza Vista-Modus befinde, sondern dass ich ja Forza quasi diese Shots über das Fahrzeug laufen lasse, wo man es von einem Winkel sieht. Ich mache das hier sehr bewusst nicht, tatsächlich, weil ich möchte die Folge mit einem schönen Bild beginnen und deswegen sehen wir den Wagen heute von vorne. Der Wagen ist erhältlich aktuell, wenn ihr in der Festival-Playlist 80 Punkte erreicht, insgesamt, also über die komplette Serie hinweg, über komplett Serie 30 hinweg, dann könnt ihr ihn euch in die Garage stellen und ist ein Wagen, der logischerweise neu in Forza ist. Bevor wir uns jetzt dem Wagen zuwenden, möchte ich noch eine Sache kurz ansprechen. Ja, nächste Folge steht Folge 500 an. Das ist richtig. Und der ein oder andere erwartet vielleicht schon was sehr Krasses zu Folge 500, weil man an Horizon 4 Folge 500 vielleicht zurückdenkt, wo ich ja die Kooperation mit Stewie damals gemacht hatte, wo wir dann den GT500 erstellt hatten zusammen. Es wird kein Special geben. Soweit so simpel. Wir werden ein bisschen über das LP reden. Ich werde über eine Kleinigkeit reden, die sich im LP ändern wird. Aber es wird jetzt nichts, also es wird jetzt auch keine 0850 Standardfolge werden, wo ich einfach ein Auto ausfahre und dann ist gut, sondern ich werde halt einfach wahrscheinlich ein bisschen durch die Welt fahren, ein bisschen reden einfach. Weil ich hatte einfach keine Zeit, großartig was vorzubereiten. So leid es mir tut, weil ich hatte echt ein paar Ideen, aber an der Zeit hat es einfach gemangelt. Deswegen erwartet bitte, wie gesagt, einfach nicht zu Folge 500. Das wäre meine Bitte an euch. Jetzt wenden wir uns mal dem Hyundai zu. Der Ioniq 6, auch wenn er aussieht vielleicht ein bisschen wie ein Konzeptfahrzeug, ist es nicht. Es ist ein Serienwagen tatsächlich. Ein Wagen, der mich optisch gerade von vorne so ein bisschen an den Peugeot 908 RC erinnert, falls man sich vielleicht da erinnert. Ich glaube, das war frühe 2000er, als der Wagen gebaut wurde. Erinnert mich optisch ein bisschen tatsächlich daran. Und ja, rein von der Front her sieht er erstmal nicht schlecht aus. Wir haben hier vorne auch einen kleinen Kofferraum, den man aufmachen kann. Ist ein Elektrowagen, dementsprechend ist das relativ easy möglich mit dem Stauraum. Und solange wir uns hier befinden, ist die Seitlinie auch noch fein. So, die Dachlinie erinnert mich ein bisschen an so ein CLA, würde ich sagen. Keine Ahnung, ist ganz cool. Die Felgen, ja, darüber kann man streiten, aber ist ein Elektroauto, die müsst ihr immer anders aussehen. Seid ihr bereit für ein absolutes Desaster? Also, wirklich. Ich mache keinen Scherz. Setzt euch hin, haltet euch fest. Es wird eine Katastrophe, was ich euch jetzt zeige. Liebes Designerteam von Hyundai. Ich weiß nicht ganz genau, was ihr konsumiert. Aber das ist nicht gut für euch. Ich möchte das nur an der Stelle mal sagen. Also, warum? Wieso? Warum sieht das so aus, wie es aussieht? Also, ich habe keine Ahnung. Weißt du, das hier oben ist ja schon schlimm genug, da diese komische Lippe, aber das kann man vielleicht auch aerodynamisch irgendwie argumentieren. Aber was ist hier unten bitte los? Habt ihr dem Praktikanten gesagt, er soll einen Diffusor machen und er wusste nicht, was ein Diffusor ist? Oder? Also, habt ihr das KI generieren lassen? Was war der Plan? Was für eine Designstrategie steckt hier hinter? Ich verstehe es nicht ganz, ehrlicherweise. Ich verstehe es wirklich nicht. Aber, wir ignorieren das Herr heute einfach. Ich glaube, wir werden heute eine Folge haben, wo ich mit Ausnahme der Teststreckenrunde ausschließlich in der First Person fahren werde. Weil das hier kann sich echt nicht angucken. Interieur auf der anderen Seite, boah, sieht ganz nett aus. Es erinnert mich ein bisschen an BMW tatsächlich. So die Mittelkonsole und alles hat ein bisschen was von BMW auf jeden Fall. Aber ja, ist nicht schlecht, gefällt mir hier hin. Wir starten ihn mal. Auch wieder das Zündgeräusch. Ganz wild. Ja, ist ein E-Auto, brauchen wir nicht den Gag machen. Wir fahren erstmal mit dem Hyundai und ich werde euch natürlich ein bisschen was hier, wie gesagt, auch zu dem Wagen erzählen, weil auch wenn er ziemlich beschissen aussieht,
Gibt es euch auch so ein paar interessante Sachen, die man zu ihm sagen kann. Wir werden jetzt auch erstmal bis zur Teststrecke und einschließlich Teststrecke in der Third Person bleiben. Damit wir hier die schöne Heckpartie selbstverständlich einfach mal sehen. Wir haben hier den Hyundai Ioniq 6. Der Name setzt sich zusammen aus den Worten Ion, also ja, das dann auf den Elektroantrieb logischerweise hinweist, und IQ. Mit IQ war aber nicht die... ist nicht gemeint, dass Hyundai sich irgendwie bürsten möchte mit wie intelligent ihre Ingenieure sind, dass sie da sowas hingestellt haben. Das auf keinen Fall. Sondern es kommt von dem Wort unique tatsächlich, was einzigartig bedeutet. Und ja, das passt zur Optik auf jeden Fall tatsächlich. Aber so setzt sich der Name zusammen. Wir haben hier zwei E-Motoren in dieser Konfiguration mit 325 PS sowie 605 Newtonmeter Drehmoment. Es gibt noch ein paar mehr Konfigurationen. Das hier ist die leistungsstärkste tatsächlich. Gewicht läuft dann auf 2,1 Tonnen. Ja, es wird eine witzige Fahrt heute werden. Von 0 auf 100 geht er in 5,1 Sekunden. Die Topspeed ist bei 185 km/h erreicht. Hier im Spiel kommen wir ein bisschen höher, ich glaube auf knapp 200. Ist natürlich trotzdem nicht so viel am Ende des Tages. Preislich liegt der Wagen bei 61.100 Euro in dieser Konfiguration. Wir haben über 500 Kilometer Reichweite. Wir haben als Plattform die Electric Global Modular Plattform, also die EGMP. Und der CW-Wert ist was, was man ansprechen kann bei dem Wagen, weil dieser ist sehr gering. Man sieht ja so diese, gerade von der Front natürlich, diese Tropfenform, kann man fast sagen, was extrem aerodynamisch ist, ob man es glaubt oder nicht. Aber Regentropfen sind so mit das aerodynamischste an Form, was du haben kannst. Und dementsprechend kommt der Wagen auf einen CW-Wert von 0,21. Wo man sich jetzt erstmal denkt, ja, okay, Andi, das ist jetzt eine Zahl, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ein McLaren Speedtail ist bei 0,20. Also, wir haben hier einen Aerodynamikwert, einen CW-Wert besser gesagt, Aerodynamikwert ist falsch, ein CW-Wert, der in etwa gleichzusetzen ist mit dem eines McLaren Speedtail. Und das ist beeindruckend, muss man ehrlicherweise sagen, weil der Speedtail ist darauf ausgelegt, geradeaus zu fahren. Der Hyundai eher nicht so. Aber man muss ja sagen, also das ist natürlich auch einen geringen CW-Wert haben. Sorgt natürlich auch dann allgemein für mehr Effizienz bei dem Fahrzeug, sowohl bei E-Fahrzeugen als auch bei Verbrennern natürlich. Deswegen ist das schon durchaus in jedem Bereich erstrebenswert, muss man ehrlicherweise sagen. So, ich habe tatsächlich auch schon ein paar, als ich recherchiert habe zu dem Wagen, habe ich schon gesehen, dass es einige Leute gibt, die von dem Wagen in Forza Horizon nicht so begeistert sind. Die sagen, dass hier ist eines der schlechtesten Fahrzeuge, die hier hinzugefügt wurden. Ich weiß nicht, worauf sich das bezieht. Ich habe nur die Titel angeschaut und dachte mir schon, okay, interessant. Ich bin mal gespannt. Also rein optisch würde ich auch nicht mitgehen. Da gibt es schon deutlich Schlimmeres auf jeden Fall. Hier haben wir zumindest eine schöne Front. Ich meine, bei der BMW ist es andersrum. Da ist die Front grauenhaft und das Heck ganz schön. Deswegen mal gucken, worauf sich das bezieht. Ob sich es auf die Performance vielleicht bezieht, gucken wir uns jetzt an. Denn wir gehen mit dem Ioniq 6 auf die Teststrecke. Damit steht der Ioniq 6 an der Startlinie und fährt dann los. Und ja, als Elektrofahrzeug geht er dann auch schön voran. Auf 100 zumindest. Ab 100 tut er sich dann schon ein bisschen schwer. Also man merkt schon, das ist jetzt kein Wagen, der krass auf Speed ausgelegt ist. Das ist am Ende des Tages und das muss man sich, denke ich, vor Auge halten. Das ist immer noch ein Alltagswagen, ähnlich wie der BMW i4, den wir auch ins Spiel bekommen haben. Also den sollte man jetzt nicht vergleichen mit einem RS5 oder so. Da sind wir weit von entfernt tatsächlich. Ich muss dementsprechend tatsächlich die Kurbellage trotzdem jetzt erstmal lobend erwähnen tatsächlich, weil ich finde, man merkt ihm schon seinen geringen Schwerpunkt auf jeden Fall an, dadurch, dass es ein E-Auto ist. Ich weiß, ich erzähle es jedes Mal, aber E-Fahrzeuge haben einfach einen sehr geringen Schwerpunkt, was einfach dazu führt, dass auch wenn die relativ schwer sind, mit jetzt hier beispielsweise 2,1 Tonnen, die sich absolut nicht so anfühlen tatsächlich, weil der Wagen sich trotzdem schön in Kurven rein und um Kurven rum lenkt. Dementsprechend, also die Kurvenlage ist echt
gut, würde ich sagen, für das Gewicht auf jeden Fall. Und dafür, dass wir hier, wie gesagt, eben keine Performance-Version haben, weil die einfach nicht existiert, kann man das machen auf jeden Fall. Was natürlich ein Nachteil ist, ist die Topspeed. Brauchen wir nicht drüber reden. Wenn wir hier bei der Hälfte der Geraden bei 200 im Begrenzer hängen, dann wird das, ja, Sekunden kosten, muss man sagen, am Ende des Tages. Was dann schon mal der Indiz dafür ist, dass es sein könnte hier, dass der Wagen in der Rundenzeit weit unter seinem LI anschlagen wird, weil bei E-Fahrzeugen, die das Syndrom haben, ja, ist das leider auf der Strecke relativ häufig der Fall. Was ein bisschen schade ist, aber gut, kommst du halt dann am Ende des Tages nicht drum rum. Aber wie gesagt, ich finde die Bremslast jetzt auch nicht schlecht tatsächlich. Ich finde allgemein von dem, wie der Wagen sich anfühlt, ist das gut. Also ehrlich, das in Kurven reinlenken funktioniert super, in Kurven reinbremsen funktioniert einwandfrei. Klar, du merkst ihm an, dass er schwer ist, aber ich würde ihm keine 2,1 Tonnen zuschreiben. Ich würde ihm eher so 1,8 vielleicht zuschreiben und das ist echt dann sehr, sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Aber ja, die Topspeed ist es auf jeden Fall. Wir sind jetzt auch wieder bei 200 im Begrenzer. Obwohl wir echt noch einiges vor uns haben an Strecke. Also das ist echt der Punkt, wo es ihm dramatisch Zeit kosten wird. Wo ich auch nicht glaube, dass die Beschleunigung und die Kurvenlage das perfekt ausgleichen werden. Muss ich am Ende des Tages auf jeden Fall sagen. Aber er kommt hier dann wahnsinnig schön um die Kurven rum, wie man sieht. Kommt dann auch mit 202 km/h über die Ziellinie. Er setzt eine Zeit von 2 Minuten 52, 287 und ja, er ist damit unter dem LI, den man von ihm vielleicht erwarten würde, aber trotzdem nicht annähernd so schlecht, wie ich gedacht hätte. Wenn ich mir dann den Xiaopeng P7 anschaue, der fast eine halbe LI-Klasse drüber ist, dann ist der nur eine Sekunde schneller. Also, wie gesagt, es gibt tatsächlich einige, die gesagt hatten, dass das eines der schlechtesten Fahrzeuge ist, die wir in Forza je bekommen haben. Die Performance spricht dagegen tatsächlich. Also da ist er echt über den Erwartungen und das relativ deutlich. Klar, er hat das Problem, dass er im Begrenzer hängt relativ früh auf der Geraden. Aber ich sag mal, wenn du das Getriebe einen Tacken länger stellst, dann hast du das Problem schon nicht mehr. Und dann ist der Wagen LI-technisch auch genau da, wo er sein sollte, relativ sicher. Also wie gesagt, da werden ihm dann schon so 2, 3, 4 Sekunden nochmal auf die Zeit runterkommen. Dementsprechend ist es für mich bisher noch ein Mysterium, was die Leute damit meinen. Wir gehen ins Tuning rein und vielleicht ist ja das damit gemeint. Keine Ahnung, wir gucken mal. Wir können den Motor upgraden auf 357 PS, 390 oder 422. Ich würde mal auf 390 gehen. Ich glaube, das kann man machen auf jeden Fall. Wir haben traumhafte Forza-Aerodynamik. Ja, wie viele Flügel wollt ihr doch haben? Braucht man gerade mal nicht. Okay, wir haben Sportreifen, aber sehr schlechte Sportreifen tatsächlich. Interessant. Können die auch breiter machen auf 2,50er vorne und hinten wahrscheinlich genau das gleiche, jawohl. Ich würde die Felgen auch mal lassen tatsächlich. Okay, wir können... Wir können logischerweise kein Getriebe einbauen. Vielleicht können wir das Getriebe gar nicht einstellen. Das wäre dann so ein Punkt, wo ich dann vielleicht sogar zustimmen würde, dass der Wagen nicht unbedingt gut in Forza umgesetzt ist. Wir können erstmal noch ein bisschen Gewicht rausholen. Ich gehe auf 1,8 Tonnen runter. Das ist ja das, wo ich ungefähr gesagt habe, würde ich ihn sehen auch tatsächlich. Können wir die Spur einstellen? Ja, können wir. Okay, sehr gut. Mittlerweile muss ich ehrlich sagen, das ist eigentlich eine Frage, die ich mir fast gar nicht mehr stellen muss. Weil mittlerweile hat fast jedes Fahrzeug in Forza, das zumindest von denen, die neu reinkommen. Kann man auch mal lobend erwähnen, finde ich. So, das interessiert mich jetzt einfach mal direkt. Nee, ich kann das Getriebe einstellen. Okay, dann sehe ich jetzt nach dem Tuning immer noch nicht, wieso der Wagen so schlecht sein soll, tatsächlich. Also absolut nicht. Wir haben ein paar Farben, wir haben Schwarz, Weiß.
Das wunderschöne Hyundai-Blau. Wir haben noch so ein Blau-Grau. So ein dunkles Lila, Grün, Rot. Ja, so Eierschalen-Weiß, würde ich jetzt mal sagen. Und dann noch so ein Mattgrün. Ich habe mir selber was zusammengewischt, tatsächlich. Weil es gab eine Farbe, die ich irgendwie instant auf der Bahn gesehen habe. Und zwar so ein etwas hellerer Goldton tatsächlich. So, keine Ahnung, goldbeige, sowas in die Richtung. Hab mir da mal was zusammengemischt. Direkt wieder gelöscht vom Fahrzeug, weil muss ja nicht unbedingt sein. Das war aus Versehen. Ich dachte, ich würde in Forza Vista Modus reinkommen. So, hör auf ein neues. Ist auch freigegeben, natürlich, wenn ihr es haben wollt. Aber nee, das war so ein Farbton, den ich irgendwie direkt auf der Bahn gesehen habe. Und ich finde, es sieht ganz cool aus. Deswegen kann man das mal machen. Ist auch freigegeben, wie gesagt. Wenn ihr das Ganze auch haben wollt. Ich habe auch ein bisschen experimentiert mit der zweiten Farbgruppe, weil es gibt als zweite Farbgruppe noch das Silber da unten, beziehungsweise das Grau. Aber ich finde auch, wenn man das unten schwarz macht, sieht das jetzt auch nicht so dramatisch viel besser aus, tatsächlich. Deswegen, ja, ist das jetzt mal so geblieben. Es gibt natürlich noch Designs für den Wagen, wo ich noch gar nicht reinguckt habe bisher tatsächlich. Deswegen gucken wir mal, was es da so gibt. Ja, gut. Ein N-Design natürlich. Kakao-Taxi, interessant. Ja, okay. Und halt so ein paar Hyundai-Designs allgemein einfach. Ja, aber wir bleiben dabei. Und ich sehe es. Also ich bin an die Folge reingegangen tatsächlich auch mit, okay, irgendwas muss ja schlimm sein an diesem Auto. Es muss irgendwas geben. Gerade weil es halt nicht nur einer war, gerade weil es halt mehrere waren, die das Ganze geschrieben hatten eben, dachte ich mir, okay, irgendwas muss es geben, was an dem Wagen absolut gar nicht passt. Wie gesagt, ich finde rein optisch, ja, er ist nicht schön. Er ist aber auch weit davon weg, irgendwie das hässlichste Auto in Forza zu sein. Also da gibt es meiner Ansicht nach deutlich schlimmere auf jeden Fall. Performance im Serienzustand, ja, unter seiner E-Klasse auf jeden Fall. Aber auch da haben wir deutlich Schlimmeres bisher schon gesehen. Tuning, ja, okay, es wäre vielleicht schön gewesen, einen Motorswap zu haben auf einen Mission R oder so. Aber auch da. Also ich habe ja alles, was ich brauche eigentlich ansonsten, außer vielleicht Leistung. Also es ist nicht so, dass die irgendwie vergessen haben, wie wir es in Horizon 4 teilweise hatten, dass wir einstellbares Fahrwerk haben oder so. Das ist ja jetzt auch nicht der Fall. Deswegen, ich gehe absolut nicht. Auch wenn ich, wie gesagt, optisch gar kein Fan von ihm bin. Ich gehe absolut 0,0 damit mit, dass das auch nur ansatzweise eines der schlimmsten Fahrzeuge in Forza sein soll. Also absolut nicht. Ich glaube, da wurde irgendwie sehr viel Clickbait betrieben, tatsächlich. Weil, wie gesagt, ich kann es mir nicht erklären. Ihr wisst, wenn ich ein Auto nicht gut finde, wenn mich irgendwas stört, dann spreche ich das sehr, sehr klar und direkt an, aber das ist hier gerade einfach nicht der Fall. Ich gehe nochmal in die Perspektive rein. Das wird zumindest auch was Schönes sehen. Aber wie gesagt, ja, die Heckpartie, die ist absolut nicht geil. Gut, bisschen verbremst. Ich fahre in Forza halt selten in der First Person, es tut mir leid. Passiert nicht häufig. Wobei ich ja tatsächlich versuche, es eigentlich in jeder Folge mal gemacht zu haben, damit man das Interieur auch mal ein bisschen besser sieht. Ah, come on. Ja, wenn wir jetzt halt so Fahrzeuge haben wie den RS7 oder so. Die sind halt leistungstechnisch einfach deutlich krasser und gehen auf der Grand deswegen sehr viel besser voran. Und
Und wenn ich mich da das zweite Mal voll in Turn 1 verbremse, hilft das auch nicht. Kann ich an der Stelle sagen. Okay, ich kann das Getriebe auf jeden Fall kürzer stellen. Also 300 braucht man nicht. Ich denke, so 250, 260 werden reichen. Ziemlich sicher. Ja, ein bisschen spät eingelenkt, aber alles gut. Ja, und gerade auf Fahrweg und Differenzial können wir noch ein paar Sachen machen. Safe. Okay. Also da müssen wir auf jeden Fall gut ins Feintuning ran. Ja gut, ich denke, so ein paar Kniffe, dann läuft das hier schon. So, wie gesagt, Getriebe noch mal ein bisschen kürzer. So 260 ungefähr würde ich vielleicht haben wollen. Ja, 265 ist fein. Genau, Stabi ist auf jeden Fall vorne ein Stück weicher. Federn vorne ein Stück weicher. Tacken tiefer noch, halber Zentimeter geht noch. Einfach für den geringeren Schwerpunkt, selbstverständlich. So, dadurch, dass wir super angenehm Bremse haben, kriegt er auch die vollen 130%, die ich ja maximal immer gebe. Genau, da nochmal ein bisschen mehr Leistung nach hinten, würde ich sagen. Und dann sollte das eigentlich ganz gut aussehen hier. Elegant. Sehr elegant auf jeden Fall. Ja, es ist halt... Ich glaube, wir haben einfach ein bisschen wenig Leistung für den in Evo wir sind. Ich glaube, das ist das Problem einfach. Aber wenn wir die Kurbellage besser hinbekommen, dann können wir es damit ausgleichen. Aber das Ding ist halt, selbst dann ist es für mich immer noch kein Grund, den Wagen so schlecht zu reden. Also absolut, ich muss mir da glaube ich echt mal ein, zwei Videos davon angucken, einfach von den Leuten, die das behaupten. Ich habe es jetzt nicht gemacht im Vorfeld, weil ich mich nicht spoilern wollte zu dem Wagen. Es war gut, dass ich es nicht getan habe am Ende des Tages, weil dadurch bin ich nochmal, ja, jetzt hier halt nicht komplett voreingenommen rangegangen, sag ich mal. Klar, wie gesagt, ein bisschen was, dachte ich mir schon, dass ich was finden werde vielleicht. Aber ich bin jetzt nicht hier reingegangen und habe gesagt, boah, okay, der Wagen ist so schlimm, das kann ja gar nicht sein. Also das ist ja obviously nicht der Fall gewesen, hat man, denke ich, auch sehr gut gemerkt. Zumindest der Hellcat ausbeschleunigt. Von der Linie weg. Im Regen. Das ist doch schön. Rumkommen. War so ein bisschen doof, dass der Jaguar innen war, dass ich nicht auf die Ideallinie ziehen konnte. Jetzt auch hier im Regen tatsächlich. Ich bin... Klar, also es gibt natürlich jetzt performance-technisch viele Fahrzeuge, die mich deutlich mehr abholen. Das auf jeden Fall. Also gerade auch Kurbellage beispielsweise ist ja klar, dass es da einfach sehr viel krasseres gibt. Aber wir haben hier jetzt ja eben keinen Ioniq 6N, weil der existiert einfach nicht, sondern wir haben den ganz normalen Ioniq 6. Das ist ein E-Fahrzeug, was halt einfach ganz normal für den Alltag bestimmt ist. Beim BMW i4 hat jetzt auch keiner erwartet, dass das performance-technisch ein M4 ist.
Und ich sag mal, ich glaube, jetzt mit dem Feintuning sieht man schon, dass man mit dem Wagen gut was machen kann, dass man hier echt was Geniales hinbauen kann. Okay, ich will den Abschnitt, das Getrieb jetzt doch zu kurz, leider. Und klar, der wird jetzt wahrscheinlich online keine Bestzeiten jagen, aber... Oh Gott, der kam aus dem Nichts. Aber das muss ja halt auch nicht immer sein, finde ich. Also, ich meine, ich fahre den Wagen jetzt auf einem, was für ein LI 756 oder so. Keine Ahnung, wo ist er mal? 755. Erstaunlich gut geschätzt an der Stelle. Nee, keine Ahnung, also... Damit ein Auto für mich gut ist im Spiel, muss ich Spaß damit haben. Und das habe ich fahrtechnisch auf jeden Fall dazu. Und man kann den Wagen echt gut zu einem vernünftigen Fahrzeug performancetechnisch transformieren. Und das ist für mich, finde ich, echt die Hauptsache. Und auch serienmäßig hat er mich eigentlich ganz gut abgeholt. Deswegen, ja, ich bin happy mit ihm. Ich bin absolut happy. Kann ich wirklich nur empfehlen. Wie gesagt, 80 Punkte in der Playlist aktuell. Also um es nochmal kurz gezeigt zu haben. 80 Punkte gesamt. Dann kriegt ihr ihn in die Garage, nicht 80 Punkte hier. Das ist nämlich relativ unmöglich. Aber ich kann es empfehlen. Holt ihr euch in die Garage, fahrt ihn aus, baut was draus. Ist ein cooles Fahrzeug auf jeden Fall. Da würde ich sagen, wäre es das mit dieser Ausgabe gewesen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über Daumen nach oben und Abo sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!